Front Office, Accounting, Service, Scouting, da, da, da. Hier dürfte doch alles besetzt sein, oder? Oh mein Gott. Scheiße. Kann ja bis in die letzte Minor League runter. Uff. Also im Endeffekt, das ist mein Profiteam und alles, was drunter ist, das ist bei den Amis so geregelt, die haben die Major League und drunter haben die viele Minor Leagues, wo die ihre ganzen entwicklungsfähigen jungen Kunden oder auch verletzt oder so mal kurz hinschieben, dass sie dort Erfahrung sammeln können. Und dann haben die da halt übelst viele Mannschaften. Und das ist da runter, kannst du alles machen, ey. Fuck my life, okay. Death Rolls. Teach. Oh, Alter. So, okay. Gut. Schedule haben wir erstmal ein bisschen Zeit. Wir sollen die Playoffs erreichen. Die First Base sollen wir upgraden. Corey Kniebel soll muss sein. And find a Top 20 Prospect. Build a Dynasty in the next four seasons. Okay. Da, zu dem Rest habe ich Zeit. Will ich jetzt erstmal sehen, dass wir hier mal ein bisschen vorwärts kommen. Ja, das über die Injured Player will ich auch mal ein bisschen. Hier können wir mal 1 week und hier können wir 2 weeks machen. Ja. Dann versuche ich mal ein bisschen vorwärts zu kommen. Wird jetzt ein bisschen dauern, weil wir noch in der Saisonvorbereitung sind. In der Zwischenzeit kann ich schon mal Brezel Rocks wieder timeouten. Warum kann ich das jetzt nicht hier machen? Warum kann ich den jetzt nicht timeouten? Darf ich das nicht zweimal hintereinander so fix? Oh, Chaos Demon, moin, moin. Danke dir. Weil normalerweise müsstest du das eingeblendet lassen. Bloß der spammt mir hier die ganze Zeit den Chat zu. Ich weiß zwar nicht, ob ich da mal irgendwie auf den Deckel krieg von denen, aber was wollen sie machen? Sie sehen schon, was sie machen könnten. Mein Account, mein Twitch-Account dort sperren. Oh, we have a 4-game series with the Colorado Rockies on the road. Echt jetzt? Opening Day am 4. April. Wo stehen wir denn? 1. April. Oh, na eben. Okay, jetzt kriegt man hier schon mal eine kleine Auflistung. Das sind die ersten vier Werfer. Also wir haben jetzt hier 4 Spiele hintereinander gegen die. Im ersten Spiel Walker Buehler, im zweiten Urias, im dritten Bauer und im vierten Kirscher als Werfer. So, wir gucken nochmal fix hier. Okay, Top 100 Prospects. Ja, das ist auch erstmal auf lange Sicht gesehen. Und wir spielen bei denen. Okay. Es erschlägt ihn halt hier teilweise mit diesen ganzen Informationen und Tabellen. Es ist harteste Excel-Tabellenkalkulation. So, das sind jetzt die Aufstellung. Das übernimmt bei uns die KI hier alles. Könnten wir auch selber machen. Du kannst dann zum Beispiel sagen, wann der Schlagmann schlagen soll oder so. Hier zwischen ist den Vergleich zwischen den einzelnen Teams. Also wir sind überall besser aufgestellt, weil überall unser Symbol zwischendrin ist, außer hier oben. Ja, Trevor Story ist besser als Justin Turner, das ist klar. Ja, ist dann noch mehrere Übersichten oder mal Teamstats. Hier könnte man, okay, Player Size habe ich auf 170 gestellt, normal ist 100, also wenn die Spieler sehr groß erscheinen, nicht wundern, das habe ich extra gemacht, dass man ein bisschen besser folgen kann. So. Oh, der macht noch gar keine Pause mehr rein, okay, egal. Ja, da war der erste schon Strikeout.
jetzt ein bisschen laut. Ich habe jetzt so eingestellt, dass immer nur der letzte Pitch gezeigt wird. Also ich könnte hier zum Beispiel auch, das war hier oben eine Schaltfläche, Pitch by Pitch einstellen. Da wurde jeder Wurf angezeigt, aber ich meine, braucht ja bloß der letzte Entscheidende angezeigt werden, von daher. Okay, wir haben das erste Halbinning schon durch, ohne eine nennenswerte Aktion gelandet zu haben. Also die Blauen sind meine, die Lila nennen die Gegner. Und der versucht jetzt halt, muss jetzt halt hier auf Base kommen. Halt stinknormal Baseball. Wenn Fragen sind, dann immer bitte Fragen, weil viele Sachen aus dem Baseball kann ich immer erklären. Schön. Der wollte gerade die Base klauen hier. Und da haben sie den einfach mal rausgenommen. Okay. Ach nee, war erst das zweite Out. Also hier oben sieht man, wie viele Spieler out sind, wie viele Strikes, wie viel Okay. Ja, sah gefährlich aus. Aber die oberen zwei Reihen machen ja eigentlich nur Sinn, wenn wir wirklich hier Pitch by Pitch spielen würden, wenn wir uns jeden Wurf angucken würden. Wenn ich es beschleunigen will, da könnte ich einfach jetzt erstmal fix ESC drücken, dann kriege ich eine Pause rein und dann kann ich sagen, springen wir bitte bis ins Inning Nummer 7 oder so. Also wir brauchen uns hier nicht jedes Spiel in kompletter Länge angucken. Das wäre auch ein bisschen hart bei 162 Spielen in der Saison. Hm. Das erste Spiel lasse ich mal komplett durchlaufen, dann denke ich mal, werden wir ein bisschen abkürzen. Eben gerade falls noch regeltechnisch Fragen sind oder so, die sieht man ja im Spiel dann doch mal ein bisschen eher. Ich werde auch versuchen, ja hin und wieder, wenn ich mal irgendwas sehe, da auch mal näher drauf einzugehen. Was war denn das? Warum war das so übersteuert? Warum war das so übersteuert? Lass uns mal kurz probieren. Oi, 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 oi. Das ist allgemein sehr laut. Würde ich OBS mal komplett hier mal auf 80 runternehmen oder auf 70 mal gucken. So, jetzt mal probieren bitte. Ob das allgemein an OBS lag. Was zur Hölle ist das schon wieder los? Ach man, immer wieder was Neues hier. Ich könnte mich jetzt gar nicht aufs Spiel konzentrieren, aber ich scheine nicht viel verpasst zu haben. Müssen wir dann mal nach dem Spiel mal reingucken gehen, was dort los ist. Ob das an der Webseite liegt oder keine Ahnung an was. Eigenschaften, Filter, da kann es nicht dran liegen. Ja, wie gesagt, da gucke ich nach dem Spiel mal rein.
Da will ich mich jetzt hier ein bisschen können. Die haben echt einen Punkt erzielt. Ich habe nicht mitgekriegt, so wirklich wie. Schatz. Walker Pula, Junge. Eigentlich mein bester Werfer. Oh, sehr schön. Das war gut, dass er den ausgeworfen hat. Ja, ja, ja. Na, schade. Ein guter Schlag gewesen. Mann! Okay, komm, mach es. Oh, 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 der könnte. Ist schön, zumindest auf Base kommt er. Aber wir haben halt schon zwei Outs, also. Der nächste, der out geht. Beendet das Inning. Oh, 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 oh. Mucki wollte hier die Base stehlen. Das hat der Werfer gesehen. Hat versucht, hier drüber zu schießen, dass der wieder an die Base gebunden wird. Und da kam der Baseman. Hat den Ball nicht gefangen. Komm, komm. Scheiße. Hat der Baseman den Ball nicht gefangen. Und dadurch war es ein Error. Und er konnte versuchen, weiterzulaufen. Was er auch geschafft hat, aber leider. Leider hat es nicht geholfen. Also im Real Life ist Smokey Betts eigentlich auch so ein Kandidat, der gerne mal Bases stiehlt. Lass mal jetzt die Brazel Rocks durchlaufen, bevor ich mich ja auch noch darum kümmern muss. Wie gesagt, wir gucken dann erstmal bei Trigger Fire, was da los ist. Mit den Alerts, ob die dort auf der Seite auch so blechern klingen. Ansonsten schrauben wir dort mal die Lautstärke ein bisschen runter. Okay, danke dir. Jetzt haben wir erstmal ordentlich Ruhe. Danke dir. Perfekt. Oh ja, komm. Aber wir haben schon wieder zwei Outs. Mann, 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 Mann. Wir müssten halt mal mit dem ersten Schlag mal im Inning auf die Base kommen. Das wird mal eine richtig haarige Geschichte hier. Also lange werde ich garantiert nicht streamen, außer es passiert noch irgendwas Außergewöhnliches. Nice. Ein Double Play. Geil. Also die haben jetzt mit eben in eben Versuch gleich zwei Spieler von denen rausgenommen. Oh oh, oh oh.